So, ich bin der Unterweger Peter, ich bin aus Zürn der Bram und ich möchte jetzt was sagen wegen der 110 kV Freileitung im Innviertel. Bei uns ist das so, bei uns gegangen, also wir haben einen Milchviehbetrieb, biologisch, und wir haben die Kühe von April bis November draußen. Und bei uns war das so, dass also unsere 20 Hektar Weideflächen überspannt werden. Und das heißt für mich und für meine Familie, dass der Arbeitsplatz dann unter der Leitung ist. Und dass das nicht gesund ist, weiß ich eh. Und ja, laut Gutachter damals im Schloss hat das geheißen unbedenklich, weil die Leitung eh weit nur weg ist von den Wohngebäuden. Und das trifft bei mir also überhaupt nicht zu. Also der Stall ist neben der Leitung und die Weideflächen, also du bist jeden Tag unter der Leitung. Das nächste. Ja, und der Gutachter hat dann gemeint, er braucht Polizeischutz. Er hat das dann verteidigt. Und ich frage mich dann, ja, wer schützt uns vor sehen die Politiker und Behörden, und demokratisch ist das Ganze sowieso nicht mehr, wenn da auf ein Gesetz zurückgegriffen wird von den 30er Jahren, wo wir ein totalitäres Regime gehabt haben, und die Massenenteignung wird jetzt vorbereitet, also das hört sich eigentlich nach Diktatur an. Und die Behörden, ja, die tun auch nicht das, was ihnen das Land anschafft, also das ist nichts Unabhängiges, weil, ja, weil die Behörden, die können nicht ignorieren, dass eine Leitung, die was 200 Megawatt liefert, wo nicht da 18 Megawatt gebraucht werden. Also das ist ja für normal zum Lachen, wenn es nicht so ernst war. Und was mir eigentlich viel Hoffnung gegeben hat, war vor einem Jahr die Regierungserklärung, die sie gemacht haben, schwarz-blau, also in Wern, da ist gesagt worden, sehr viele Leitungen werden in Zukunft verkabelt. Und ich weiß nicht, ob da der Herr Landeshauptmann nicht so aufgepasst hat, oder gehört Oberösterreich nicht zu Österreich. Ja, irgendwas rennt da komplett falsch. Und ja. Aber ich möchte mich bei allen bedanken, bei der Schutzgemeinschaft und auch bei Herrn Mitterlehner. Also für jeden, der sich für RKW einsetzt. Und ich hoffe, dass noch viel aufsteigen und was sagen, weil wenn Unrecht zu Recht wird, dann ist Widerstand Pflicht. Danke.